Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Astrid von Papier, also euer kreativer Chaoskopf. Und ich mache mit euch heute eine Explosionsbox. Mein Mann kam gestern so: Kannst du für meinen Arbeitskollegen irgendwas basteln? Das ist immer so eine Aussage, mit der ich halt, ja, ich glaube, wir können alle damit nichts anfangen. Ich bastle ja eh jetzt in dem Sinne, oder ich habe, glaube ich, noch nie so typisch Männer was gemacht. Bin da auch gar nicht so ausgestattet in dem Bereich. Und dann denkst du dir halt, ach, was machst du denn für einen Mann? Also kannst du ja nicht irgendwie ein Album oder so. Das ist, wenn jemand damit gar nichts am Hut hat und dann auch noch ein Mann. Also ja, und dann bin ich halt so ein bisschen auf die Suche gegangen. Und dann habe ich auf YouTube ein Video gefunden von einer Explosionsbox. Und die finde ich richtig cool, weil die innen so eine Torte hat und da kann man die Geldscheine reintun. Weil ist ja klar, für Jubiläum wird immer gesammelt. Und das Video habe ich gesehen bei Bianca Oberauer. Meine Stempel und ich heißt der Kanal, und sie hat auch ein PDF mitgegeben, wo die Größen draufstehen. Das liegt jetzt hier bei mir so nebenan, da kann ich immer drauf luren. Auf jeden Fall schaut auf ihren Kanal vorbei, druckt euch auch das PDF aus. Ich finde das super, deswegen werde ich jetzt schriftlich hier nichts mitgeben an Größen, weil ich finde, habe ich ja schon mal gesagt bei einem Video, wenn sich jemand schon die Mühe gemacht hat und da so ein tolles PDF zeigt, dann soll man das auch würdigen. Und ja, der Person, die, wie sagt man, die Credits, die nicht die Ehre, das wird jetzt übertrieben, ich weiß gar nicht, was Credits auf Deutsch richtig heißt, aber ihr wisst, was ich meine, dass man sie einfach erwähnt, genau. So, also wir brauchen Cardstock in 30x30, da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr gut bestückt, also ich habe jetzt noch zwei gefunden, die auch für Herren einigermaßen gehen, ansonsten hatte ich nur lila. Und den falzen wir bei 10 und 20. Bei 10 und bei 20 und das Ganze auf zwei Seiten, das heißt, wir drehen das einmal und falzen es nochmal bei 10 und bei 20. Dann hole ich mir schon den zweiten, den brauchen wir in 16,2 mal 16,2. Das ist wieder diese komische Ding, das mache ich überhaupt nicht. Das ist 4. Ich muss mir das mit dem Lineal machen, weil das hier so in dieser Knickkante immer ist. Dann markiere ich mir das nur mal hier ganz kurz bei 16,12. So. 16,2 und falzen ringsrum bei 3 cm. Jetzt nehmen wir unser großes Stück wieder und da wird jetzt geschnitten, und zwar immer, sieht man die Falzen hier, also immer von der einen Ecke zur anderen Ecke. Bei allen vier Seiten. Also dieses äußere Quadrat wird diagonal geteilt. Also wir legen hier die Falzlinie an und oben und schneiden die Ecke ab. Und da können wir mal alles nachfalzen. So. Und dann schneiden wir ein, und zwar haben wir hier dieses Quadrat und es wird hier an den Linien eingeschnitten. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Und beim Deckel werden auch die inneren hier eingeschnitten. Und dann drehen wir es um und dann auch hier diese Innenlinie. Und ob man dann abschrägen oder wie weit, das ist ja immer dann von abhängig, ob es dann hier rausschaut oder nicht. Ich sage immer, abschneiden können wir immer, lassen wir es erstmal so. So, dann machen wir mal hier weiter, da können wir jetzt auch schon kleben, und zwar werden diese Dreiecke, die jetzt entstanden sind, immer so nach oben geklebt. Und hier auch
So, ich weiß nicht, warum bei mir das jetzt hier übersteht. Doch, ich weiß es. Ich falle immer drauf rein. 12x12 ist nicht 30x30, sondern 30,5. Das heißt, mein Papier war 30,5x30,5. Und das sind natürlich jetzt genau diese 5 mm, wo es länger ist. Jedes Mal, das ist mir letztes Mal schon passiert. Jetzt mache ich es einfach so, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr 30x30 zugeschnitten habt. Ich arbeite mittlerweile so selten mit 30x30 Papier, dass ich da einfach nicht dran denke. Ich schneide jetzt einfach die Ecke da weg und mache das innen rein und dann das andere drüber und dann sieht man es auch nicht. Jetzt muss ich nur schauen, ob da teilweise diese Falz ein bisschen stört oder zu dick ist. Dann würde das jetzt hier einfach noch mal ein bisschen wegschneiden. Dann schlage ich das halt einfach so ein. Und da geben wir jetzt dünn hier unten nur Kleber auf. So viel oder so weit weg können bei mir die Sachen eigentlich nicht sein, weil das, was ich brauche, steht eigentlich immer griffbereit. So, also einmal. Jetzt, dass das im weiteren Verlauf von der Box nicht jetzt zu größeren Problemen kommt, dass irgendwas überhaupt nicht mehr passt. Schauen wir mal, was ich da noch rumtrickseln muss. Und dann machen wir unseren Deckel und da schauen wir halt jetzt, dass nichts raussteht. Und wenn es raussteht, dann schrägen wir einfach ein bisschen ab. So, dann machen wir weiter. Ihr könnt mal zwischendurch, oder bevor ihr weitermacht, erstmal testen, ob der Deckel drauf passt. Also bei mir passt es für das, dass ich ja falsch gemessen habe oder mit der falschen Basis angefangen habe. Aber der Deckel passt alles. Ist auch höher hier. Das muss ich auch ändern. Ja, das wird sich jetzt wie ein roter Faden durch die ganze Box ziehen. Das sind 10,5 und das sind 10. Das heißt, ein bisschen halber. Und für die Tasche auch. Ein halber. Dann brauchen wir viermal Designpapier, 9,5 von 9,5 und eins davon teilen wir diagonal. Und können das schon mal bekleben. So, jetzt machen wir die Torte. Die Box ist jetzt soweit fertig, haben wir beklebt. Jetzt machen wir die Tortenstücke. Ich brauche dafür einen Cardstock in 10,5 x 22,5 und falze den dann bei einem Zentimeter. Dann bei 4,5. Und bei 8 cm. Und dann brauche ich noch ein kleineres Stück für die anderen Tortenboden. In 8 cm mal 20. Den falzen wir auch wieder bei 1 cm. Und dann bei 3,5. Und bei 6.
Dann haben wir hier ja eine 1 cm Lasche dadurch bekommen. Sieht man das? Hier oben. Da geben wir jetzt doppelseitiges Klebeband auf. Immer her und schneiden uns 2,5 cm breite Stücke hier jetzt immer raus. Also immer 2,5. So, dann haben wir 2, 4, 5, 6, 7, 8 Stücke. 9 Stücke müssen es sein, genau. Und bei dem kleinen ganz genauso auch wieder 2,5 cm große Stücke schneiden. Und da haben wir dann 8 Stück. 2, 4, 6, 8. Genau. Dann kleben wir die eigentlich nur zusammen, falzen uns die so und so ergeben die dann ein Tortenstück. So, jetzt habe ich die einen hier alle gemacht. Jetzt brauchen wir einfach einen Streifen von so einem DIN A4 oder irgend so einen Rest. Also DIN A4, die Länge von der DIN A4 reicht. Und schneiden uns dann 1 cm breiten Streifen. Beziehungsweise ich mache jetzt 1,2, weil wir kleben da jetzt ein unser doppelseitiges Klebeband drauf. Dass es halt genauso breit ist wie das doppelseitige Klebeband. Und ihr habt ja gesehen, bei mir ist es ein bisschen breiter wie 1 cm. Und jetzt werden die Tortenstückchen einfach hier immer eins nach dem anderen aneinander aufgeklebt. Und dann kleben wir uns das einfach hier bündig auf den Streifen. So, und dann gehen wir her, dann gehen wir her und rollen die so nach innen zusammen. Und wir haben ja hier noch Klebeband. Gehen da noch ein bisschen drüber und schneiden es dann ab. So, ich habe jetzt die anderen auch noch auf die gleiche Art und Weise zusammengeklebt. Jetzt haben wir unsere Torten. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Stückchen mit 5 x 2,5. Und das biegen wir uns ein bisschen. Und wird dann hier auch zusammengeklebt. So, jetzt ist eigentlich fast schon alles fertig. Ich habe mir jetzt hier mal so Bordüren ausgedruckt. Ich zeige euch gleich warum. Hier ist unsere Box. Jetzt kommt eigentlich die Torte hier so rein. Als erstes kleben wir hier unten einfach ein Stückchen ausstanzen in rund, dass wir hier eine Klebefläche haben. Und ich mache das jetzt auch mit Flüssigkleber. Ich bin ja nicht so der doppelseitige Klebedingstyp. So, dann kleben wir das hier unten einfach hin. Unten ist da, wo die Bordüre so weit da unten ist. Und dann
dachte ich mir, weil das jetzt ein bisschen blöd ausschaut und außerdem habe ich dann auch noch einen Rest genommen, der da ein Ding hat, möchte ich gerne hier so eine Bordüre hinmachen. Ich finde, das schaut hübsch aus. Und deswegen klebe ich da mal jetzt. Dann können wir das nämlich hier innen schon mal reinkleben und die andere Torte kommt dann drauf. Ich zeige es euch jetzt mal von der Seite, wie das dann ausschaut. So schaut es doch schön hübsch aus. Ich bin jetzt nur am Überlegen, wie ich es mache, weil sie zeigt das in dem Video, sie steckt jetzt die Geldscheine hier rein und macht dann das zweite hier drauf. Und sie hat da so einen Schaschlik-Spieß drinnen. Ich habe mir jetzt einfach hier ein Papier genommen, ein Restepapier und mir das ein bisschen gefalzt, damit ich es biegen kann und mache mir da halt meinen Schaschlik-Spieß sozusagen oder mein Stäckchen oder ja. Es muss auch nicht mal rund sein. Genau, und wir haben hier noch dieses eine Stückchen, das habe ich hier jetzt, hat jetzt genau von der Größe gepasst, dass es so ein bisschen rund wird, habe ich auch so eine kleine Bordüre dann rum. Das kommt dann oben drauf. Und dann können wir das hier abschneiden, damit man das eben nicht sieht. Schneiden wir es hier ab. So, sieht, ich muss sie festkleben, wartet. Ich weiß jetzt nicht, also jetzt mache ich es eh noch nicht fest, ob ich das noch fest mache oder ob ich es einfach so doch etwas locker lasse. Auf jeden Fall ist jetzt das. Mal die Box außen möchte ich natürlich schon auch noch ein bisschen Deko machen, papiermäßig. Schön, doch, gefällt mir. Ich dekoriere es jetzt noch ein bisschen fertig und zeige euch dann die fertige Box. So, ich habe jetzt mal, das ist nicht festgeklebt, weil ich nicht weiß, ob mein Mann das so will, für seinen Kollegen, heute ist dein Tag. Das würde ich natürlich hier dann noch abschneiden. Auf Instagram lade ich das ja auch immer hoch, vielleicht, wenn ihr Lust habt, schaut da, ob es jetzt so geblieben ist oder nicht. Genau, also wie gesagt, das ist noch nicht festgeklebt. Sind auch leider ein paar Buchstaben gebrochen, aber das sieht man nachher nicht. Lege ich mir jetzt mal hier auf die Seite. Ansonsten habe ich jetzt mal so ein Band einfach, so ein Juteband. Es soll halt nicht niedlich werden, das ist halt das Problem. Ich werde dann, wenn die Geldscheine drinnen sind, hat es hier auch ein bisschen mehr Stabilität dann, auch das obere, da kommt auch nochmal so ein Schein dann rein. Wie gesagt, schaut auf Instagram dann vorbei, da zeige ich sie dann mit Geldscheinen. Ansonsten, ich kippe sie mal ein bisschen, finde ich sie eigentlich richtig hübsch geworden. Hier kann man dann auch noch Geldscheine reinstecken oder man kann eine Glückwunschkarte reinstecken. Ja, der Fehler am Anfang mit dem 30,5 hat eigentlich jetzt keine größeren Auswirkungen mehr gehabt. Ich dachte mir, ich komme total durcheinander, also total schief irgendwann, aber nee, geht eigentlich, schließt auch schön und alles. Gar kein Problem. Ja, das war's jetzt. Wie gesagt, schaut bei der, muss ich mir wieder herholen, kann mir den Namen nicht merken, Bianca Oberauer, meine Stempeln und ich, die Anleitung Explosionsbox mit Geldtorte heißt das Video. Schaut da einfach vorbei, da ist wie gesagt dann die Anleitung auch und die geht echt ruckzuck und ja. Ich sage an der Stelle danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!